Herzlich willkommen bei Kettner Edelmetalle. Mein Name ist Jürgen Kettner und für alle Somalia-Elefanten-Fans habe ich heute ein ganz besonderes Schmankerl für Sie. Ich habe Ihnen ein Set mitgebracht, das nennt sich First Struck Set. Ich lasse Sie auch mal ganz kurz hier reinschauen, damit Sie sehen, was da auf Sie zukommt. Eine ganz besondere Schatulle in einer Aufmachung, wie man selten sieht. Was hinter First Struck steht, was noch zu sagen ist zu diesem Set, das sage ich Ihnen gleich, wenn Sie dranbleiben, bis nach dem Intro. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dran geblieben sind. Jetzt haben wir hier für Sie die Edelholzbox in Klavierlackoptik mit dem Schild First Struck Kollektion der African Wildlife Serie und auch die Seriennummer vorne mit aufgeprägt, die Nummer 17 von 100 darf ich Ihnen jetzt präsentieren, von einer Ausgabe der Bullion Somalia Elefanten Münze, die ja massenweise produziert wird, aber First Struck bedeutet nichts anderes, als dass quasi aus diesen Bullion Münzen die ersten 100 besten Münzen vom Münzmeister aussortiert werden. Diese Münzen haben einen deutlich höheren Wert und sind in der Optik, weil der Prägestempel noch haarscharf ist, wie ein neues Messer, das am Anfang eben besser schneidet als nach ein paar Jahren. Demzufolge sehen auch die Münzen dann deutlich besser aus und die Konturen sind viel schärfer abgebildet. So, hier haben wir das wunderschöne Set. Es spiegelt ein wenig in der Kamera. Lassen Sie sich nicht irritieren. Wir schauen es uns gleich etwas näher an. Ich möchte Ihnen bloß diese edle Verarbeitung zeigen. Es ist hier eine Plexiglasscheibe drüber gelegt worden und vom Münzmeister eine Versiegelung dran, die Sie niemals öffnen sollten. So haben Sie quasi die Sicherheit, dass Sie dieses Set auch wieder zum Bestpreis veräußern können, mit Sicherheit mit Wertzuwächsen im Laufe der nächsten Jahre, weil sowas als Ausgabe, die es nur 100 Mal weltweit gibt, wirklich was ganz, ganz Besonderes ist. Ja, wir haben hier 6 verschiedene Münzgrößen zu sehen, von der 50. Unze bis zur 1 Unze in purem Gold, 999er Feinheit. Und jetzt schauen wir uns die Münzen aber mal noch ein bisschen näher an. Wir haben jetzt hier quasi die 1 Unze schön abgebildet und von den Motiven her auf allen Münzen das gleiche Motiv. Wir haben quasi den Elefanten mit dem hebenden Rüssel, was auch so ein bisschen Glückssymbol sein soll. Am Rand außen haben wir African Wildlife oben stehen und seitlich Elefant in der südafrikanischen Schreibweise. Und hier unten haben wir quasi dann die Gewichtseinheit 1 Unze und AU für Gold. Und die 999,9er Feinheit stehen, sodass man hier wirklich auch ein schönes Motiv gewählt hat. Der Elefant in der Steppe an einem Fluss stehend und hier der Mond und ein Vogelmotiv. Also sehr schön gelungen. Als BU-Version sieht fast so schön aus wie eine polierte Platte-Ausgabe. Ist es aber nicht, sondern es ist eben diese Besonderheit, die Erstausgaben, einer der ersten 100 Prägungen von der BU-Version. Und hier drüben haben wir jetzt quasi im Gegenstück mal, dass Sie auch mal einen Größenunterschied sehen, die Zehntelunze, also der 10. Teil davon, mit dem gleichen Motiv und den gleichen Angaben, lediglich hier unten dann entsprechend die Zehntelunze als Gewichtseinheit, als Veränderung. Dann gucken wir mal die nächsten beiden Motive an. Auf der linken Seite die halbe Unze von dem goldenen Somalia-Elefant und hier zum Gegenstück einmal, dass Sie das erkennen, eine 25. Unze, die das gleiche Tiermotiv trägt wie alle anderen auch. So, und hier unten haben wir jetzt abschließend dann noch die Viertelunze und die 50. Unze. Also insgesamt haben Sie jetzt in der Box 1,91 Unzen in 999,9er Feingold mit einem wirklich schönen Motiv, einer wirklich schönen Edelholzbox, die versiegelt worden ist vom Münzmeister
Und jetzt schauen wir uns zum Abschluss auch noch das Zertifikat dazu an. Hier auf dem Zertifikat sehen Sie jetzt die üblichen Angaben, die erforderlich sind. Neben der Echtheitsgarantie durch den Münzmeister haben Sie hier die Angaben zu den entsprechenden Münzen, den Nennwerte, die Größenordnung der Münze und die Maßeinheiten zu jeder einzelnen Münze, die ich Ihnen eben schon vorgestellt habe. Und auf der Rückseite finden Sie lediglich noch die Seriennummer als wichtiger Bestandteil eines Zertifikats, sodass Sie quasi hier wissen, von insgesamt 100 Stücken dieser Erstabschläge, die nach draußen gegangen sind, haben Sie beispielsweise die Seriennummer 17 erhalten. Wir selbst haben nur wenige Stücke von diesem tollen Set bekommen. Ich hoffe, dass Sie das Glück haben, vielleicht eins davon erwerben zu können. Schauen Sie einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie bis am Ende dran geblieben sind. Wenn Ihnen dieses wunderschöne Set gefallen hat, dann geben Sie uns gerne einen Daumen hoch. Wenn Sie mehr wissen wollen über Artikel aus unserem Shop, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Und wenn Sie Fragen haben zu diesem Set oder auch zu anderen Artikeln, dann rufen Sie uns an. Unser Beraterteam oder mein Sohn Dominik oder ich stehen Ihnen jederzeit gerne telefonisch zur Verfügung. Bis bald!